Palim, Palim, ich bin's, die Schuseline mit einem Liebesorakel. Ja, ich begrüße euch. Wie habt ihr das Wochenende überstanden, liebe Leute? Ich hoffe gut. Ja, den Sonntag habe ich mir gegönnt als Päusken, ne? Und heute geht's wieder weiter. Heute hau ich euch wieder ein Liebesorakel raus. Und jetzt passt mal auf, meine Butterblümchen. Ich sag euch mal was. Erstmal muss ich mich bedanken, bevor wir hier loslegen. Ich habe nämlich ein Paket bekommen und ich weiß nicht von wem. Ich möchte einfach mal ein Dankeschön hier rausschicken und guck mal, so ein schönes Täschchen. Und die blaue Eule, die nehme ich total gerne. Und ich möchte mich dafür bedanken an Unbekannt, wer auch immer mir diese nette Geste, diese nette, liebevolle Wertschätzung zukommen lassen hat. Dank geht raus an dich, meine Jute. Seht ihr alles gut, ja, ne? So, aber jetzt. Jetzt starten wir mit der allgemeinen Legung zum Thema Liebe. Und wir lassen kommen, was kommt, springen, was springt. Das mache ich immer noch am allerliebsten, wenn ich ganz ehrlich bin. Und schauen mal, an wen es geht heute. Ne? Für alle, die heute nicht betroffen sind, seid bitte nicht enttäuscht oder so. Nächstes Mal seid ihr wieder dabei. Es kann nicht immer nur dieselben treffen, das ist ja logisch. Ich gebe nur weiter, was ich hier bekomme. Von ganzem Herzen und mit aller Liebe, die ich habe. Wirklich, mehr kann ich nicht tun. So, und alles andere gebe ich in die Hände des Universums. Ja, was gibt es noch? Wenn ihr eine Legung bei mir buchen wollt, was ist das denn hier? Wenn ihr eine Legung bei mir buchen wollt, könnt ihr das machen. Preise dazu und alles weitere findet ihr auf meiner Homepage. Guckt mal unten in der Beschreibung. Unten hier. Da findet ihr alles, was ihr braucht, wirklich. Einen Link zu meiner Homepage, meine Nummer für WhatsApp und so weiter. Was haben wir denn noch? Ach ja! Und nochmal erwähnen wollte ich hier an der Stelle, für die Mitglieder, ne, die eine Mitgliedschaft, wenn ihr da mal gucken wollt oder so, das findet ihr da bei dem Abo-Button, für die Mitglieder nochmal ganz kurz. Leute, denkt ihr dran, dass ihr mir die eine Frage, zwei, je nachdem, was ihr habt, stellt, dass ihr auf mich zukommt bei WhatsApp und ihr kriegt dann das Audio als Antwort, ne? Aber kommt bitte auf mich zu, ganz wichtig. So, das war, ich glaube, jetzt sind wir durch mit allem. Jetzt können wir langsam starten. Ja. So, jetzt aber wirklich. Orakelchen, was kriegen wir denn heute für eine Botschaft? Was zeigt sich denn heute für eine Situation? In der Liebe. Was ist los beim Gegenüber? Was möchte sich zeigen. Sehr verhalten heute. Der Jute. Möchtest du sich... Ja. Also ich kann schon mal jetzt vorab sagen, da ist irgendwas, was nicht raus möchte. Irgendwas. Schwere Situation. Gucken wir mal. Ich habe da schon so ein Gefühl. So, wir nehmen das jetzt mal, was wir haben hier. Ich möchte von vornherein einfach mal noch ein paar andere Karten ziehen. Und dann... Oh! Ups. Und dann machen wir uns mal ein Bildchen. So. Und auf geht's, liebe Freunde der Sonne. Was haben wir heute für ein Thema? So, es geht los. Seid ihr soweit? Alle haben sich, habt ihr es euch gemütlich gemacht? Ich trinke auch noch ein Schlückschen. Ich trinke ein Schlückschen Kaffee, wenn es genehm ist, liebe Leute. Ich oute mich, ich bin eine Kaffeetante. Ich muss weniger Kaffee trinken. Das Schlimme ist, wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich weiß das und ich ändere das einfach nicht. Und das ist nie gut. So, oh, bah, ich habe es mir gedacht.
irgendwie hatte ich es im Gefühl, da ist Rückzugthema. Ihr wisst ja, ne, die Fachleute hier unter euch, die Orakel-Fachleute unter euch, die wissen ja, ich meine, die regelmäßig solche Orakel gucken, die wissen, der Turm ist immer so ein Signal. Also bei mir jetzt, ne, ich habe ja eh meine eigene Herangehensweise, das könnt ihr eh nicht mit anderen vergleichen jetzt, die jetzt Seminare oder über klassisch, diese klassische Dings da, Legung machen, ne, Deutung meine, Entschuldigung. Also, bei mir ist trotzdem der Turm, ne? So wie er hier steht, ganz klare Aussage. Er hat sich da zurückgezogen, aber hält sich immer so ein bisschen in Erinnerung, ne? Auf welche Weise auch immer. Ich sage ja, der Turm ist zwar hier total einsam, ne? Rundrum Wasser, das heißt, da kommt auch nicht mal einer mal eben hingeschwommen. Aber das Licht leuchtet sehr weit und zeigt den Weg. Hier bin ich, ne? Das ist der Klassiker. So, dann haben wir aber hier Kompass. Ihr wisst, der Reiter, die alten Hasen hier von Juseline von euch wieder angesprochen. Der Reiter, da kommt Aktion in eine Sache. Da kommt Bewegung rein. Ganz oft auch über Nachrichtenform. Ne? Der Brief ist da immer noch, sagt bei mir immer noch ein bisschen anders, aber der Reiter ist am häufigsten da über Nachrichten, Chats, was weiß ich, Social Media, wie auch immer. Auf jeden Fall in irgendeiner Nachrichtenform geschriebenen, ne? Da haben wir aber dann das Kreuz. So, und das Kreuz wiegt jetzt wieder ein bisschen schwer darauf. Also das heißt, macht die ganze Situation trotzdem noch nicht zuckersüß und rosarot, sondern er kommt da zwar aus dem Rückzug wieder in die Aktion hier rein, aber trotzdem haben wir das noch als Kreuz zu tragen. Ne? Ja, dann haben wir hier so ein bisschen, nach der Ruhe kommt der Sturm. Ne? Die Vögel, die bringen Unruhe in eine Sache. Manchmal ist es geredet, dass was über Dritte irgendwie weitergetragen wurde. Ein anderes Mal ist es vielleicht eine Situation, wo einfach nur man selber wieder total unruhig wird. Das heißt, vielleicht ist man da gerade auch dadurch, weil der Rückzug da war, selber so ein bisschen runtergekommen, so ein bisschen zur Ruhe gekommen in sich und zack, kommt er mit Trompeten angeritten hier, hoch zu Ross, ne, sinnbildlich, und bringt auch gleich den Kummer wieder mit. Ne? Nämlich, dann ist es wieder alles in heller Aufregung. Die Gefühle fahren Achterbahn. Ne? Und ja, am Ende des Tages ist das Problem, die Sterne sind eigentlich eine sehr, dass ich Problem jetzt sage, kann ich euch erklären. Die Sterne sind eigentlich eine sehr, sehr positive Karte. Immer so, da steht was unter einem guten Stern, wie man so sprichwörtlich sagt. Aber auch, guckt mal, wenn ihr das hier seht auf dem Bild, klare Sicht auf den Sternenhimmel. Ne? Immer so symbolisch auch für etwas klar zu sehen, eine klare Sicht zu bekommen auf Dinge. Und das kann manchmal natürlich auch so ein bisschen Unruhe bringen. Ja, wenn man eine klare Sicht bekommt, ist das nicht immer einfach und leicht, ne, die Dinge klar zu sehen, sondern kann auch mal belastend sein. Das heißt, wenn er jetzt in dein Leben zurückkommt oder sich hier wieder aus dem Rückzug sozusagen, wie auch immer, wie lang oder kurz dieser Rückzug auch immer gewesen ist, wenn er jetzt zurückkommt, sei trotzdem, versuch ruhig zu bleiben, noch nicht zu euphorisch an die Sache ranzugehen und trotzdem in deiner Ruhe zu bleiben irgendwie, ne, auch wenn es vielleicht nicht einfach ist. So. Wir haben ja am Ende den Mond, also die Gefühlswelt einfach. Das heißt, hier wird auch nochmal deine Gefühlswelt angesprochen, angetriggert sozusagen. Da kommen Gefühle wieder hoch bei euch beiden. Und ja, das bringt halt so ein bisschen, ja, Durcheinandergezwitscher. Ihr müsst euch das vorstellen, du sitzt unterm Baum, das finde ich immer ein guter Vergleich. Du sitzt unterm Baum, ein wunderschöner Baum, Apfelbaum meinetwegen, ein riesengroßer, und liest dein Buch völlig entspannt, die Sonne scheint, herrlich, ne? Auf einmal fliegen aus dem Baum gefühlt 2000 Vögel auf einmal und machen riesige Getöse und du fragst sie, hä, die saßen doch nicht alle über meinem Kopf jetzt gerade. So,
jetzt übertrieben gesagt, so eine Situation. Das heißt, aus dieser Ruhe diese Situation heraus. Ne? Schrubbelibu, was haben wir hier? Dann haben wir hier ja das Haus und dich. Es geht halt um die Festigkeit, die Stabilität. Ach Leute, ich schnall ab. Das ist ja wohl nicht möglich. Guck dir das mal an. Jetzt haben wir hier den Leuchtturm auch noch liegen und die Möglichkeiten. So, also. Du liegst hier eben, es geht dir um das Beständige, das Feste, das, den Grund, das Fundament sozusagen. Es ist schwer zu ertragen, wenn einer immer wieder aus dem Rückzug und wieder in den Rückzug, ne? So vor dem Spiel ist nach dem Spiel, so nach dem Motto. Ne, das ist auch nervenaufreibend. Und Leute, ich kann euch nur sagen, wenn ihr jetzt an so einem Menschen gekommen seid und jetzt lassen wir mal bitte außen vor, was der Grund auch immer ist. Ob das dein Seelenpartner ist, ob das deine Zwillingsseele ist oder ob das dein Schnipp, Schnapp, Schnupp ist, was auch immer. Es geht um dich und deine Emotion, deine, wie du mit Situationen umgehen kannst, wie du das fühlst und empfindest. Und wenn du, da kann das 10-mal dein Seelenpartner sein, wenn du daran kaputt gehst an dieser Situation, dann würde ich immer sagen, zieh dich da raus. Ne? Also, nur mal ganz, ganz wichtig an der Stelle gesagt. Denn nur weil ich das hier sehe, dass er jetzt wieder aus dem Rückzug kommt, und das sehe ich hier nun mal, ne? Und du auch hier in die, was du brauchst, die Stabilität und nicht immer dieses hier, hier bin ich, ne? Aber hier bin ich noch, so nach dem Motto. Ich bin ja immer ein Freund für klare Worte, das wisst ihr ja. Alles andere hilft ja auch keinem weiter im Grunde. Ja, und da muss eben jeder, und ich kenne tatsächlich, habe wirklich unzählige Gespräche mit verschiedensten Menschen geführt und ganz viele auch davon, die in so einer Situation waren, glaubt es mir. Und es ist einfach so unterschiedlich, wie jeder Einzelne damit umgeht und klarkommt, dass man niemals pauschal sagen kann, so, das ist der Weg, wenn das so und so ist, oder das ist der Weg, wenn das so und so ist. Geht einfach nicht. Man muss auf sich schauen, du musst bei dir bleiben, du musst bei dir schauen, du musst bei dir reinfühlen, das ist einfach so, ne? So, und wenn und du sollst nicht in einer unerträglichen Situation festhalten, so. Und mal abgesehen davon, wenn das dein Seelenpartner ist, wir sind ja alle Seelen, irgendwo sind wir runtergebrochen aufs Ergebnis, sind wir alle irgendwie seelenverbundene Partner, ne? Wenn man kein Wort jetzt dafür nimmt, kein bestimmtes. Und haben alle unsere Geschichten miteinander aufzudröseln. Ne? Auch, dass ihr jetzt hier auf meinen, du jetzt vielleicht, wenn du länger meine Legung schon verfolgst oder so, dass du hier irgendwie gelandet bist, ist ja auch nicht wirklich ein Zufall. Ne? Aber du kannst dir das oder das daraus picken. Aus meinen Legungen, aus dem, was ich sage. Du kannst das oder das daraus machen. Es ist immer eine Entscheidungssache, ja. Ne? Wie entscheide ich mich, nachdem ich das für mich aufgenommen habe oder wie auch immer. Jo, ein paar Worte dazu. Also das, weil ich das auch ganz oft eben in den Kommentaren habe, für mich, der kann mir mal, den kannst du mir nackend auf den Bauch binden, dann laufe ich so lange, bis der abfällt, ne, so nach dem Motto. Aber, na klar, da will ich auch dich auch gar nicht von was anderem überzeugen dann, ne. Aber man kann nie, und schon mal gar nicht in so einer allgemeinen Legung, pauschal sagen, so ist richtig, so ist falsch. Geht nicht, liebe Leute von heute. So, aber wir haben ja hier noch was am Ende des Tages, nämlich, was ich gerade sagte, die Möglichkeiten. Ne? Es ist ja nichts in Stein gemeißelt und ich muss einen Schluck trinken. Ich quassel mir aber auch echt Fusseln am Mund. Das glaubt man. So, also, wir haben am Ende des Tages ja immer noch die Möglichkeiten, ein Meer voller Möglichkeiten, um es mal genau zu sagen, nämlich aus dem, ne, es ist alles, es ist nichts ist unmöglich und alles ist möglich. Das müsst ihr euch mal grundsätzlich merken, bei allem und jedem und überhaupt. So, wollen wir noch eine hiervon ziehen? Oh, ich möchte noch irgendwas Schönes zum Abschluss. Ja, irgendwie habe ich so, irgendwas Schönes fürs Herz hätte ich noch so gerne. Komm, wir ziehen mal nur so einen inneren Buddha. Das ist, die finde ich immer, die sind
Oh, wenn ich ihn jetzt nicht finde, ne? Ich weiß nicht, wo ich die hin. Ah, ich hab sie. Ich hab sie. Komm, da ziehe ich euch jetzt was vor. Ich finde die immer schön. Wir können ja auch nochmal dieses Ding mit der Frage stellen machen, ne? Also, dass ihr praktisch euch eine Frage aufschreiben könnt und ich lasse eine Karte als Antwort springen. Und ja, und dann guckt ihr mal, ne, ob das für euch da passend ist oder nicht. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Schrupp, da ist er runtergefallen. Moment, ich muss mich hochkrabbeln. So, starke Menschen ruhen in sich selbst. Fördere die Stille, denn nur aus der Klarheit entsteht Einsicht. Erlaube dir einfach mal nichts zu tun. Und erschaffe dir täglich deine Insel der Ruhe. Ja, das vor allem ich, ne, ich alte Schnabbeltante, könnt ihr euch vorstellen, ich habe B-Männchen, dass ich das brauche zwischendurch, ne? Also ich brauche das auf jeden Fall. Ich zwischendurch einfach nichts. So, im Nix sozusagen. Das ist für mich auch ganz wichtig. Für Menschen wie mich, die so ein bisschen mehr Hummeln im Hintern haben. So, und jetzt kommen wir noch zur Frage. Leute. Schreibt euch eine Frage auf. Ich hole die Karten in der Zeit, die Antwort euch geben mögen. Wenn ich so, oh, da, ich hab sie. Und dann schreibt ihr euch die Frage auf, für die, die Bock drauf haben. Und ich ziehe jetzt mal eine Karte als Antwort. Wir schauen mal. So ein paar haben mir ja in den Kommentaren geschrieben, ja, gerne, mach ruhig weiter. Gut, dann mache ich es. Wenn die anderen das nicht so doll finden, können ja weiterspulen. Und für die, die da Bock drauf haben, mache ich das jetzt. Schrubbel die Bu, Leute. Es geht los. Schnallt euch an, die Antwort kommt. Orakelchen. Kriegen wir denn eine Antwort? Oh, ich mische. Auf. Da haben wir sie. Mal gucken, was war. Fülle. Die Fülle. Also, könnte man auch mit Möglichkeiten gleich drauflegen. Ein Meer voller Möglichkeiten. Es ist alles immer da. Wir Menschen sollen in einem Mangelgefühl leben. Das ist notwendig, um dieses ganze System, in dem wir leben, am Leben zu halten überhaupt, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wenn wir kein Mangelgefühl haben, dann hätten wir auch keine Bedürfnisse nach ganz, 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 ganz vielen Sachen. Und ja, ich würde sagen, das Bedürfnis der Menschen ist doch der größte Geschäftsankurbler, den es gibt, oder? Wenn wir mal ehrlich sind. Weil das ist unersättlich. Ja. Ganz interessant. Also, denkt dran, ne? Leute, was haben wir denn? Ach ja. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Ich hoffe, ich konnte euch eine klitzekleine Freude machen. Würdet ihr mir denn auch eine klitzekleine Freude machen? Und mir so ein Däumchen nach oben? Ist dasselbe wie loben geben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Oder ein netter Kommentar. Aber das macht ihr ja auch immer. Und ich versuche auch immer zu antworten, so gut es geht. Ne? Zumindest lese ich alles, was ihr mir schreibt. Da könnt ihr wetten drauf. Schnuggelkes. Ich muss mich verabschieden. Es ist soweit. Ich wünsche euch alles Liebe. Die Schüsseline ist raus. Wir sehen uns morgen. Tschüss.